Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um den zweiten Teil der Fire and Frost Reihe gehen von Ellie Blake. Und der zweite Teil heißt Vom Feuer geküsst und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes einmal vorweg möchte ich mich gerne beim Verlag bedanken, die mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ja, ich konnte es nicht erwarten zu lesen, wie es mit Arcus und Ruby weitergeht. Und ja, da das ein zweiter Teil ist, wird dieses Video natürlich Spoiler zum ersten Teil enthalten. Wenn ihr also zum ersten Teil nicht gespoilert werden wollt, dann schaut euch dieses Video bitte erst an, wenn ihr den ersten Teil gelesen habt. Weil ich muss spoilern, sonst funktioniert das alles hier nicht. Das ist, ich kann sonst zu diesem Buch überhaupt nichts sagen und das möchte ich gerne. Und ja, deswegen seid an dieser Stelle gewarnt, dieses Video wird große, fette Spoiler enthalten. Und ja, wenn ihr das nicht wollt, schaltet ab und kommt dann später einfach nochmal hierher zurück. Und ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Inhaltsangabe zum zweiten Teil. Im zweiten Teil von Fire and Frost begegnen wir wieder unserer Protagonistin Ruby. Und wir haben ja im ersten Teil gelesen, dass Ruby im Land der Frostblots lebt, in Tempesien. Obwohl sie eine Fireblood ist. Und Fireblots wurden durch den bösen König Rasmus gejagt und quasi ausgerottet und vernichtet. König Rasmus wollte halt auch Krieg führen gegen die Fireblots und wollte das Land der Fireblots quasi einnehmen und erobern. Und das ist Sudesien. Und es ist ihm aber im ersten Teil noch nicht gelungen, das irgendwie in die Tat umzusetzen, sondern er hat in seinem eigenen Land quasi alle Fireblots vernichtet oder vertrieben und hat sich halt auf die Jagd nach dessen gemacht. Und im ersten Teil sind wir ja Ruby begegnet, die zusammen mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf gelebt hat. Und es sind ja dann ganz, ganz viele, viele Sachen passiert im ersten Teil. Und Rubys Leben wurde ja komplett auf den Kopf gestellt, sodass am Ende nichts mehr so gewesen ist wie einst. Und Ruby hat ja im ersten Teil Arcus kennengelernt und Bruder Thistle. Und Bruder Thistle gehört ja einem Mönchsorden an, der gegen König Rasmus quasi gearbeitet hat im Untergrund und im Geheimen. Und Arcus ist ja der Bruder des Königs. Im ersten Teil ging es ja darum, den bösen König quasi vom Thron zu stürzen, was ja die beiden auch geschafft haben am Ende. Und der zweite Teil setzt quasi auch genau dort an. Wir begegnen Ruby und Arcus wieder in Tempesien im Schloss quasi des Frostblood-Königs, der jetzt Arcus ist. Und Arcus muss jetzt versuchen, alles, was sein Bruder zerstört hat, irgendwie wieder zu reparieren und zu kitten. Und so versucht Arcus auch irgendwie mit den Fireblots in Kontakt zu treten, um ihnen ein Friedensangebot zu machen und ihnen halt auch zu zeigen, dass er nicht so ist wie sein Bruder. Und ja, Ruby versucht noch so ihre Stellung am Hof zu finden. Sie wird von den meisten Frostblots gemieden und auch verachtet. Und viele hegen halt auch Hass gegen sie. Und Ruby kommt damit nicht so ganz zurecht, aber Arcus zuliebe bleibt sie halt am Hof und nimmt das halt alles so hin und versucht halt weiterhin ihre Gabe weiter auszubauen und zu kontrollieren, denn das funktioniert bei ihr ja immer noch nicht so 100% richtig. Und an ihrer Seite steht immer noch Bruder Thistle, den man ja im ersten Teil auch wirklich in sein Herz geschlossen hat, den netten alten Mönch, sage ich mal. Und eines Tages veranstaltet Arcus einen Ball, zu dem er verschiedene Lords seines eigenen Reiches einlädt, um halt einfach mit ihnen in Kontakt zu treten, um halt zu zeigen, wer er ist, was er für ein König ist und halt auch klar zu zeigen, was für eine Linie er jetzt fahren möchte. Und er lädt dazu auch den Gesandten aus Sudesien ein, von der Fireblood-Königin, und natürlich auch die Fireblood-Königin lädt er direkt ein, obwohl er eigentlich schon weiß, dass sie niemals kommen würde. Und ja, halt als Zeichen des Entgegenkommens. Und wenn dieser Ball stattfindet, passiert etwas. Und die Ereignisse überschlagen sich und Ruby lernt den Gesandten aus Tempesien kennen. Und dieser Gesandte erzählt Ruby etwas und macht ihr ein Angebot. Und Ruby weiß nach den Ereignissen, die sich an diesem Ball ereignet haben, nicht so richtig, was sie jetzt machen soll. Entscheidet sich dann aber schlussendlich, dieses Angebot anzunehmen und mit dem Gesandten nach Tempesien zurückzukehren. Und was dann in Tempesien, in ihrer Heimat, alles mit Ruby passiert, was dort noch ihre Vergangenheit bezüglich alles ans Licht kommt und warum sie überhaupt dorthin fährt und was das alles mit Arcus zu tun hat, das ist es, worum es im zweiten Teil im Endeffekt geht. Und ich kann nur sagen, was die Handlung betrifft, hat mir der zweite Teil wieder gut gefallen. Ich finde, es war ein guter zweiter Teil. Zweite Teile sind ja oftmals so Übergangsteile, so vom Anfang zum Ende. Und ich finde, man hat hier im zweiten Teil eine gute Geschichte erzählt. Man hat sehr, sehr viel über Ruby erfahren. Man hat sehr, sehr viel zu ihrer Familie erfahren. Man hat erfahren, wer sie ist. Man hat dann noch erfahren, was Ruby auch so besonders macht. Und dass eigentlich noch sehr, sehr viel mehr dahinter steckt, als man am Anfang eigentlich erwartet. Und ich muss sagen, die Wendungen dieser Geschichte haben mich schon überrascht. Es gab ein paar so Wendungen, die hat man kommen sehen und da wusste man, okay, jetzt passiert das und das. Aber es gab auch sehr, sehr viele überraschende Momente für mich. Und
gerade was Ruby betrifft, war ich doch streckenweise sehr überrascht und habe so gedacht, so, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh mein Gott, es war so gut und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, die Autorin hat hier wirklich nochmal eine ganz, ganz tolle Wendung in diese Geschichte auch reingebracht. Und man weiß jetzt, in welche Richtung sich das im dritten Teil alles entwickeln wird, aber man weiß jetzt nicht so hundertprozentig, was am Ende genau passiert. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und also was die Handlung betraf, kann ich nur sagen, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Entwicklung in der Geschichte. Ich fand gut, wie sich Ruby auch entwickelt hat in der Geschichte. Ich fand gut, wie sich Arcus entwickelt hat in der Geschichte. Was das betrifft, kann ich mich absolut nicht beklagen. Hat mir echt gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, haben wir hier natürlich wieder unsere Protagonistin Ruby, aus dessen Sicht wir das Buch auch lesen. Und ich kann nur sagen, dass Ruby mir ein sehr, sehr sympathischer Charakter ist. Ich konnte ihre Handlungsweise und ihre Gedankengänge, ich konnte das alles nachvollziehen. Das war für mich schlüssig und nachvollziehbar auf jeden Fall. Eine Sache allerdings hat mich in diesem Buch gestört und das war wieder diese Dreiecksgeschichte, die sich hier so entwickelt hat. Das war so das Einzige, was ich bei Ruby nicht verstehen konnte, denn es ist ja im ersten Teil klar geworden, dass sie Gefühle für Arcus hat und es war eigentlich auch alles klar, auch wenn der Abschied von den beiden nicht so hundertprozentig eindeutig war. Aber trotzdem hat sie so nach 14 Tagen so Gefühle auf einmal für den anderen Typen da entwickelt, wo ich mir so denke, hä? Alter, du hast jetzt deinen Freund, sage ich mal, 2 Wochen nicht gesehen und fängst an, Gefühle für den anderen zu entwickeln. Das fand ich irgendwie nicht so cool und diese Dreiecksgeschichte, das war für mich so ein bisschen auch, naja, es musste jetzt halt einfach da irgendwie rein. Ich hätte es cooler gefunden, wenn die Autorin es einfach gelassen hätte. Also, das hat mich so im zweiten Teil als einzige Sache so ein bisschen gestört. Das Ganze wurde dann zum Ende hin auch aufgeklärt, was diese ganze Dreiecksgeschichte betrifft und, ich fand es trotzdem einfach irgendwie unnötig, weil es war einfach nicht zielführend, das Ganze in diesem Buch. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, das hätte man einfach lassen können. Aber na gut, es ist halt so, aber das war halt so das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, diese Dreieckskiste, die hier aufgemacht wurde. Ja, ansonsten, wie gesagt, finde ich, ist Ruby ein ganz, ganz toller Charakter. Sie ist sehr, sehr sympathisch, sie hat Schwächen, sie hat Ängste und das macht sie für mich halt auch sehr, sehr transparent und auch menschlich. Was Arcus betrifft, kann ich nur sagen, dass ich ihn an manchen Stellen echt gut verstehen konnte, an manchen Stellen wiederum so gar nicht. Das konnte ich dann nicht so 100% nachvollziehen, aber es ist halt auch ein Mann. Männer muss ich nicht verstehen können. Aber auch Arcus ist immer noch ein sehr, sehr sympathischer Charakter für mich und ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Was die anderen Charaktere in diesem Buch betrifft, die jetzt hier noch auch neu eingeführt worden sind in diese Geschichte, wie die Königin von Sudesien oder halt auch Kai oder ja, auch noch so ein paar andere Charaktere, ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen, kann ich nur sagen, dass mir die gut gefallen haben. Ich finde, die Autorin hat die Figuren gut in die Geschichte eingeführt. Das hat alles Sinn ergeben, das war schlüssig und da war jetzt kein Charakter dabei, wo ich gesagt habe, was will der jetzt hier, der passt da so überhaupt nicht rein. Also das hat im Großen und Ganzen ein schönes, rundes Bild gegeben und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Kommen wir nun als nächstes nochmal zum Setting und zum Worldbuilding und ich finde diese Welt immer noch richtig, richtig cool. Ich finde diese Idee hinter dieser Welt mit den Frostplots und den Fireplots und auch wie die Autorin sich diese Welt ausgedacht hat, finde ich ganz, ganz toll. Allerdings muss ich hier wieder meckern, wie im ersten Teil, es fehlt mir eine Karte. Ich hätte so gerne eine Karte. Ich habe streckenweise wirklich Vorstellungsprobleme. Das ist jetzt wieder so mein persönliches Ding. Ich habe immer mit den Dimensionen relativ Vorstellungsprobleme, so was Entfernungen und sowas betrifft. Und Ruby hat ja in diesem Buch nun eine Reise vor sich, die sie ja von Tempesien nach Sudesien führt. Und ich hatte so ein bisschen Probleme abzuschätzen, wie weit das alles auseinander liegt, wie groß die Königreiche sind. Und ja, das ist halt so mein persönliches Problem wieder eher so gewesen. Aber da hat mir echt eine Karte gefehlt. Also ich bin ja so ein Kartenfreak und so ein Kartenfan in Büchern. Und das hat mir echt so ein bisschen gefehlt wieder, leider Gottes. Aber na gut, es ist halt so, kann man nicht ändern. Ansonsten mag ich die Welt wirklich sehr. Ich konnte mir die Orte sehr, sehr gut vorstellen, an die die Autorin uns mitgenommen hat. Ich kann mir auch die verschiedenen Königreiche sehr, sehr gut vorstellen und die Eigenheiten, die diese Königreiche auszeichnen, kann man auch wunderbar nachvollziehen. Also was das betrifft, hat die Autorin hier eine ganz, ganz tolle Welt erschaffen und ja, ich kann mich da absolut nicht beschweren, was das Setting ansonsten betrifft. Wie gesagt, mir fehlt halt die Karte, aber mein Gott, ist halt jetzt einfach so. Ansonsten mag ich die Welt sehr und war für mich auch alles sehr bildlich und ich konnte mir das auch alles sehr, sehr gut vorstellen wieder. Als letztes noch, was den Schreibstil von Andy Blake betrifft, kann ich nur sagen, dass dieser Schreibstil wie im ersten Teil auch locker leicht von der Hand geht. Es ist kein komplizierter Schreibstil, also man stolpert nicht über irgendwelche Sätze oder Satzbauten oder so. Es gibt in dieser Geschichte natürlich auch Wörter, die es in unserer Welt nicht gibt, so wie Frostplot und Fireplot und Tempesien und Sudesien und
noch einige andere Wörter, das möchte ich jetzt ja wohl nicht spoilern an dieser Stelle. Und ja, also man stolpert aber nicht über diese Worte, denn die fügen sich gut in die Geschichte ein und es wird auch alles immer erklärt, sodass man nicht dasteht und sich da fragt, was ist das jetzt? Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Also da tut die Autorin wirklich schon gucken, dass sie dich als Leser auch mitnimmt in ihre Gedanken und dass du das halt auch alles nachvollziehen kannst. Also von daher, es ist auch ein sehr, sehr schlüssiger Schreibstil für mich gewesen. Wie gesagt, der geht locker von der Hand. Ich habe dieses Buch angefangen zu lesen, dann habe ich echt diese Geschichte prokrastiniert. Ich weiß nicht warum. Ich habe dann dieses Buch eine Woche liegen lassen. Ich konnte nicht lesen. Ich konnte diese Geschichte nicht lesen. Ich weiß nicht warum. Habe dann erstmal was anderes gelesen und dann habe ich so gedacht, so, jetzt nimmst du dir das Buch wieder. Und dann habe ich das Buch auch in 2 Tagen durchgehabt. Also dieses Buch lässt sich auch echt richtig leicht lesen. Es geht locker von der Hand. Und wenn man einmal drin ist in der Geschichte, dann saugt man die auch ein. Und dann möchte man natürlich auch wissen, was passiert und wie es weitergeht. Also die Geschichte ist auch spannend an den richtigen Stellen und auch gefühlvoll an den richtigen Stellen. Und ja, ich kann nur sagen, im Großen und Ganzen gefällt mir der Schreibstil von Ellie Blake sehr und ja, kann man auch absolut nicht meckern, was das betrifft. Ist ein toller Jugendbuchschreibstil und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir der 2. Teil von Fire and Frost wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, bis auf diese Dreiecksbeziehungskiste, wovon ich ja generell kein Freund mehr bin inzwischen, fand ich das Buch wirklich richtig, richtig gut. Wie gesagt, diese eine Sache hat mich halt ein bisschen genervt, aber mein Gott, das ist in diesem Buch auch geklärt worden mit dieser Dreieckskiste, das Ganze, sodass man jetzt nicht noch im 3. Teil das wieder so mit sich zieht und man so im Ungewissen ist, was ist jetzt mit den Charakteren? Weil ich bin ja so ein Mädchenleser, ich mag ja dieses Zwischenmenschliche und dieses Beziehungstechnische in Geschichten sehr, sehr gerne und wenn das dann alles so im Raum steht und nicht richtig geklärt ist, so, dann nervt mich das Ganze und ja, hier ist es gleich im 2. Teil wieder geklärt worden, man weiß jetzt, wo die Charaktere stehen und das ist für mich dann auch in Ordnung alles. Ich kann nur sagen, dass mir der 2. Teil vom Feuer berührt wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich jetzt echt gespannt bin auf den 3. und wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass es eine richtig, richtig coole Jugendgeschichte ist. Und wer den 1. Teil noch nicht kennt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich mag die Reihe sehr und freue mich auf den 3. Teil. Das war meine Buchvorstellung zu Fire and Frost vom Feuer berührt. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Milo, was machst du da? Der Hund, der irritiert mich ja manchmal. Der macht hier immer Figuckchen da auf seinem Bettchen. Haustiere. Naja, egal. Bis dann.